Also, wir gehen zu den nächsten 9 Fun-Gästen und da stellen wir mal ähnliche Fragen. Hi! Hallo. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ich bin die Leonie. Ich bin Kiki. Ich bin die Emmy. Ich bin die Lana. Aus welchem Hotel seid ihr? Reimar. Ja. Okay, wie war denn die Busfahrt? Ganz lustig. Angenehm. Hattet ihr irgendwie Verspätungen oder irgendwelche... Wir waren früher da. Das hört sich ja richtig gut an. Habt ihr wirklich Glück gehabt. So, da habe ich mal eine Frage. Eure erste Reise? Ja, alleine ja. Und warum mit uns Funreisen? Cool. Ja, aber wie seid ihr auf uns gekommen? Internet. Was man machen kann. Und warum wollt ihr unbedingt noch mal gerade Mar und nicht Lorette oder Kalea? Hat sich auch gut angehört. Und die anderen sind so durcheinander. Was meinst du denn genau mit durcheinander? Da ist alles, ich kann das nicht so zusammenfassen. Da sind zu viele Leute, die ich kenne, hier nicht so viele. Ach so, du willst ja deine Privatsphäre, kann ich verstehen. Okay, was erwartet denn von uns Teamern? Ihr habt doch bestimmt einen Ansprechpartner, oder? Ja. Okay, und was erwartet ihr von uns? Das ist eine geile Reise. Ja. Und generell während der ganzen Urlaubszeit? Dass man sich auf jeden Fall mit denen auch weiterhin verständigen kann. Also, dass man immer weiterhin eine Ansprechpartnerin hat dann. Ja. Habt ihr denn Bock auf uns? Ja. Auf jeden Fall. Okay, wie heißt ihr denn? Ich bin Merle. Ich bin Alia. In welchem Hotel seid ihr? Im Aquamarina Hotel. Seid ihr zufrieden mit dem Hotel? Ja, das ist sehr gut. Habt ihr denn Ausflüge gebucht oder könnt ihr überhaupt welche machen? Dann geht es ja eher mehr um Katamaran-Tour. Ihr seid ja 15, ist ja nicht erlaubt. Was macht ihr denn so? Ja, also wir waren jetzt auch in Barcelona und das war auch echt schön. Und es gibt auch noch andere Ausflüge, die halt auch ab 15 sind und auch echt cool sind. Welche sind das zum Beispiel? Zum Beispiel also am Strand irgendwelche Angebote wie ein Volleyballturnier oder sowas. Also ich habe noch mehr Fun-Gäste gefunden, die sind schon etwas länger hier, aber die können wir auch gerne interviewen. So, einmal bitte euren Namen nach der Reihenfolge bitte. Ich bin Luisa. Ich bin Jana. Ich bin Kati. Ich bin Kira. Shanti. Also, aus welchem Hotel kommt ihr? Aqua Hotel Montagut. Seid ihr zufrieden? Ja, ist mega, mega geil. Gut. So, habt ihr einen guten Ansprechpartner bekommen von uns? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Was macht der denn so, wenn ich fragen darf? Also wir schreiben Laura, glaube ich, immer persönlich im Chat, aber auch in der Gruppe können wir immer Fragen stellen und auch alle Aktionen werden immer in die Gruppe geschrieben, das ist eigentlich ganz gut. Oder auch beim Krankheitsfall, dann hat ihr es voll geholfen. Und wenn die mal nicht ansprechbar ist, würdet ihr euch auch andere Teamer wenden? Ja klar. Ja. Habt ihr Vertrauen an uns? Ja. Was erwartet ihr denn von uns, Fun? Dass ihr uns so wie Freunde behandelt und wir mit euch Spaß haben können. Was meinst du denn mit Spaß haben? Ja, ganz ruhig ehrlich sein. Dass sie mit uns feiern geht. Oh, okay. Feiern ist also ganz großes Gebiet bei euch? Ja. Wart ihr denn schon feiern hier? Auf jeden Fall. Jeden Tag. Jeden Tag. Welche Diskothek empfehlt ihr denn hier? Auf jeden Fall Lorette by Night. Und die Schaumparty, die war richtig gut. Royal Beach Club. Ja, genau. Okay, also Lorette by Night ist aber in Lorette. Ich meine jetzt aber in Malgrat de Mar. Dann Royal Beach Club. Ja, die Schaumparty. Okay, Royal Beach ist halt echt mega beliebt hier. Wie lange bleibt ihr noch? Bis Dienstag. Also eine Woche. Nein. Wollt ihr noch einen Ausflug hier machen? Wir haben schon alles, wir hatten schon Barcelona, wir hatten schon die Katamaran, wir hatten Lorette, also alles den ersten Tag durch. Ja. Da habe ich sehr aktive Gäste hier gefunden. So, habt ihr Bock auf heute? Auf jeden Fall. Jetzt will ich mal fragen, ihr seid ja so partybegeistert. Warum mal gerade der Mar und nicht Lorette oder Kalea? Erstmal für den Anfang. Das ist unser erster Partyurlaub und das lohnt sich echt. Ja. Wie alt seid ihr denn? 16. Oh, da habt ihr echt einen großen Schritt gewagt, ey. Okay, ich will euch nicht weiter stören. Viel Spaß und danke euch. Gleichfalls. Ciao.